So, hallo und herzlich willkommen zum vierten Tag, ja, vierten Tag der Get-Done-Challenge-Woche. Und heute spielen wir eine Challenge, die nicht von euch geschrieben wurde, sondern heute spielen wir die Challenge von Dr. Banks, denn er hat uns wieder herausgefordert, und mit uns meine ich euch alle, mich, Minus Dude und die Buddy spezifisch, dass wir die Challenge spielen, wo wir möglichst wenig Coins brauchen, um die Runde zu gewinnen, ohne fremde Items zu nutzen. So, da sind wir in der Runde und die erste Map, die wir spielen, ist LSD. Natürlich nicht so optimal für die Challenge. Ich versuche nämlich wieder, dass die Gegner so wenig Coins wie möglich zu be bekommen, weil dann ist es natürlich einfacher, die Runde zu gewinnen. Wenn ich eingeschränktes Equip habe. Und ich werde versuchen, das Ganze im Stil der Ungeheuer-Challenge zu gewinnen. Das heißt, ich kaufe mir nur einen OP-Bogen, keine Rüstung oder sonst was, sondern nur einen OP-Bogen. Und dafür brauche ich eben auch nicht viel Coins. Absorption, jawohl, das ist gut. So. Deswegen probiere ich einfach so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Ich glaube, ich den meisten Sinn hier dann. Die beiden kriege ich auch noch. Okay, hier gibt es echt viele Coins gerade. Und ich bin auch trotzdem immer noch Erster. Was natürlich sehr gut ist. Das läuft gerade echt wie am Schnürchen. Das läuft gerade zu perfekt. Ich darf jetzt nur nicht verkacken. Komm, nicht runterfallen jetzt. Und ins Ziel. Jawoll, Alter, das sieht richtig gut. Ich habe 1000 Coins. Krasser Scheiß. Jetzt, mehr brauche ich eigentlich nicht. Jetzt kann ich einfach versuchen runter zu rushen jedes Mal. Weil mehr als 1000 Coins werde ich halt niemals verbrauchen. Bisschen Damage bekommen. Nicht so viel bisher. So, anderthalb Herzen. Den Sprung, da überlebe ich noch nach unten. So, und jetzt muss ich hier Stück für Stück einfach mehr weiter runterkommen irgendwie. Dann bin ich schon zufrieden. Die Frage ist nur, wo als nächstes hin. Eh dieses Blatt hier, ne? Ja. Sieht ganz danach aus. So. Und hier runter. Den Coinblock kann ich jetzt halt. Probieren wir eine andere Taktik. So, erstmal weg mit dem hier. Das ist der erste Teil der Taktik gewesen. Und jetzt nochmal hier runter. Also doch wieder selbe Taktik. War nur ein Bluff. Ich wollte nie eine andere Taktik benutzen. Erster bin ich halt nicht mehr. Ja, es wird einer vor mir ins Ziel kommen, aber es ist schon okay. Warum wird diese Map überhaupt gewotet? Ich verstehe das nicht. Also auf der kann man ja echt richtig schwer nur spielen. Ich versuche einfach so schnell wie möglich runterzukommen. Hier ist komm. Das war auf jeden Fall die richtige Art und Weise, das zu machen. Okay. Ich sollte versuchen, so schnell wie möglich zu einem Lucky Block zu kommen, wo auch immer einer ist, weil ich habe echt low HP. Ich und ein anderer separieren uns so langsam von der groben Masse da oben. Und die sterben auch die ganze Zeit. Eigentlich könnte ich erwarten, dass die einfach noch mehr Coins verlieren, oder? Verlieren die mehr Coins oder gewinnen die mehr Coins? Es gibt halt kaum, wen der viele Coins hat. Okay, jetzt muss ich aber erstmal wieder warten. Den da mache ich. Halbes Herz noch, komm. Give me that. Gleich bin ich's. Komm, halbes Herz. Jawohl. Und ich bin's. Nice. Ja, okay, die haben echt mehr Coins verloren. Nur dieser Quertyp, der hinter mir war, hat viele Coins. Der hat irgendwie 800 und ansonsten sieht es echt voll gut aus. Gut. Dann legen wir mal los. Ein Bogen. Level 30. Und verzaubern. 454. 458 Coins habe ich jetzt ausgegeben, wenn das richtig ist. Ich werde es nochmal hier einblenden, nachdem ich es komplett nachgerechnet habe. Indem ich einfach die Coins hier rechts mit meinem Vergleich, die ich beim Runterkommen hatte. Gut, legen wir los. Ich bin auf der Strandmap. Ich würde voll gerne das Boot für mich bekommen. Darf ich das? Darf er das? Hey, lol. Okay. Ich würde das Boot eigentlich voll gerne verteidigen. Das wäre so eine Taktik, oder? Die könnte man locker fahren. Weil die Leute werden halt eh im Wasser chillen. Ich guck mal, ob einer Bonusherzen hat. Sieht aber nicht so aus. Dieser Quert tötet halt schon ein bisschen was. Da ist Peter TV. Okay, da ist down. Da ist der Quert. Der ist down. Super. Töten wir diesen Popcorn-Typen. Nice, ist down. Also genug Kills mache ich hier auch auf jeden Fall. So, komm her. Geh down, komm. Jawohl. Und noch einer. Ich habe 5 Kills gemacht, Junge. Was ist das los? Was ist das los? Hä? Was? Okay. 3 Spieler noch. Einer war da gerade vorne. Die lasse ich halt nicht herkommen. Ne, keine Chance. Keine Chance, Kollege. Nice. Und einer noch. Alter, wir haben 6 Kills mit dem Bogen vom Boot hier ausgemacht. Was ist das? LOL. Wer ist der letzte Spieler?
Ich weiß leider, ich hätte gucken sollen, ich hätte mir merken sollen, wie viele Coins die haben. Alter, wie ich rasiert hab die Runde. Was geht? Ich habe jetzt aber richtig Schiss vor dem Typen irgendwie. Wahrscheinlich hat der nicht mal was, ich habe richtig Schiss vor dem. Warte ich auf den Tracker? Nee, oder? Da kommt er. Okay, der hat schon was. Verzauberte Eisenrüstung. Bitte nicht. Tu's nicht. Lass mich leben. Nein. Okay, jetzt kommt er. Alter, ich hätte ihn noch ins Wasser kommen lassen sollen. Der hat gecheckt, was ich mache. Ich muss die Runde aber gewinnen, ist das Problem. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da vorne ist er. Noch ein Treffer. Okay, ich gehe an Land. Der hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. So wie ich das bei den anderen gesehen habe, wie schnell die down gegangen sind. Okay, er hat auch einen Bogen. Natürlich aufpassen jetzt. Ja! Ich habe die Runde gewonnen. GG, Mann. Alter, was für eine krasse Runde das war. Und ich habe so wenig Coins ausgegeben. Ich würde sagen, die Challenge von Ben ist gebastelt. Und ich weiß nicht, ob das schon irgendjemand übertroffen hat bisher. Aber das war eine krasse Runde. Hätte ich das Essen noch gespart, wäre es noch ein bisschen besser. Aber scheiß auf das jetzt, ne? Aber heiliger. Coole Runde auf jeden Fall. Und die Challenge hat bei mir ein bisschen länger gedauert schon wieder verglichen mit der von gestern. Also die gestern war der First Try, die hier 8 Tries schätzungsweise so. Ja, können hinkommen. Eine Get-Down-Challenge ist einfach. Es ist nur die Challenges. Okay, gut, dann legen wir jetzt die Abmoderation ein. Die Abmoderation. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst gerne Bewertung da. Checkt bei Ben vorbei, damit ihr die Challenge-Entstehung seht. Und ansonsten bei Minus Dude und die Buddies, und vielleicht machen die das ja auch die Tage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.